So, wie schon angekündigt, neues Video von Savage Scooter. Wir sind nochmal mit dem Joker auf dem Prüfstand. Also, heute machen wir mal Leistung. Wir gucken mal, was geht. Die Rahmenparameter erklärt euch jetzt nochmal der Michael, was wir genau verbaut haben. Und dann gucken wir mal, also in dem anderen Video hatten wir mal gehofft und geschätzt, dass es so 35 PS sind. Ne? Dann würde ich sagen, an dieser Stelle viel Spaß im Video und du hau mal raus, was wir für Modifikationen haben an den Dingen. Das ist ein 187er Stelvio, Getriebe ist ein 200er Lusso Getriebe, Kurbelwelle ist eine S&S Glockenwelle, ja. Dann einmal Vorfoss 4 Membran mit einem 35er Mikuni und der Auspuff ist der Nordspeed Drehmoment. Okay, Tassi 4 Membran? Ja. Okay. Ansauger, Zündung werden wir gleich einstellen, wenn wir ein paar Meter gerollt sind. Was wir jetzt machen, wir fahren den erstmal warm. Und lassen ihn erstmal einrollen, weil der Motor ist ganz, ganz frisch. Der ist quasi von der Werkbank jetzt hier direkt auf den Prüfstand. Und dann gucken wir mal, ob alles sauber läuft. Hören mal in den Motor rein. Schauen mal, wie er sich darstellt. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann geben wir ihm mal so die ersten zarten Belastungen. Und wenn das gut funktioniert, dann gehen wir in die vollen, ja? So machen wir es. Also, viel Spaß. Das ist doch der Klassiker. Aber dass dir das passiert, das hätte ich nicht gedacht. Die Züge sind vertauscht. Ja. Aber soll ich dir sagen, das passiert nicht nur dir, das passiert mir auch. Weil du musst immer umgekehrt denken, ne? Warte mal. Ja. Ich erleichtere dich mal. Ja, das ist der Klassiker, ne? Die Züge vertauscht. Du musst nämlich, wenn du die Züge einbaust, musst du gucken, dass das eine zieht, während das andere drückt. Und da kann man sich mal gerne schnell vertun. Vor allen Dingen, wenn man dann glaubt, ja komm hier, das so und so, ne? Ja, dann ändern wir jetzt eben mal schnell die Züge und dann machen wir nochmal los. Könnte aber auch am Tegernseher gelegen haben. Am Tegernseher? Achso, unter 3 Promille wird nicht geschraubt. Ja, natürlich nicht. So, pass auf, jetzt gucken wir mal. Ah, du hast schon? Hast du noch eine Hand? Gut, okay. Sehr schnell. Hast du Mitte? Ja, ja, mach mal. Passt. Guck mal, wie spielt es? Okay. Okay. So, dann auf ein neues. Ist ja nicht so, als wüsste er nicht, was er tut, ne? We'll be right back.
Wir brauchen natürlich jetzt extrem Temperatur. Wir haben das Problem, dass wir halt jetzt sehr kalt haben. Wir haben sehr kalt. Das heißt, wir brauchen jetzt länger bis auf Temperatur. Der wird gleich. Das war Halbgas, ne? Ich habe wirklich nicht durchgepeitscht, sondern ich habe nur mal in Rezo reinschnappen lassen und bin dann aus dem Gas und hat schon fast 35 PS. Aber das Räuchern, es könnten Montagereste sein, ne? Aber du hast den abgedrückt, dann ist er safe. Also der will auf jeden Fall. Ne? Also von meinem Dafürhalten können wir schießen. Es müsste auf jeden Fall vom Räuchern her müsste besser werden. Er ist natürlich komplett neu zusammengebaut. Ne? Da ist halt viel Montage, Ölreste und so weiter, bis sich das freigeblasen hat. Der muss auch jetzt auch. Der kriegt ja keine Temperatur. Kannst ja mal anfassen. Er ist ja knüppelkalt. Der ist kalt. Da passiert noch gar nichts. Ja. So, das heißt, der muss erstmal richtig Temperatur ziehen, bevor überhaupt was passiert. Aber wir haben das mal im Auge. Der wird extrem anstrengend zu fahren. Das sag ich dir. Das soll ja auch nicht der DG3er sein, ne? Nee, das kann auch nicht. Der kriegst ja einen Blutschluchz, wenn du mit dem täglich fahren musst. So. So, dann tasten wir uns mal ran, ne? Ja. So, jetzt kommen wir her.
Vom Lauf her sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr nah dran mit der Bedüsung. Die Nadel ist auf der fetteren Seite des Lebens. Es könnte auch sein, dass wir den vielleicht sogar ein bisschen magerer machen können. Hauptdüsentechnisch, was wir haben, ist, der bricht hier hinten raus extrem schnell zusammen. Mhm. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da ein Problem bezüglich der Spritmenge haben. Das heißt, wir gehen mal in der Hauptdüse jetzt, das allererste, was wir machen, wir gehen jetzt in der Hauptdüse höher. Wir haben jetzt eine 300er Hauptdüse drin, wir gehen jetzt mal höher. Und dann machen wir nochmal einen Lauf und dann gucken wir, wie er sich darstellt. Ich glaube, dass wir in der Nebendüse vielleicht auch noch in eine Nummer höher gehen können. Wir müssen aber immer im Kopf halten, wir haben jetzt 13,7 Grad auf dem Prüfstand. Ne? Das heißt, je wärmer es wird, desto auf der fetteren Seite wird er laufen. Ne? Das heißt, wenn er jetzt gut performt mit dem Düsen- und Nadel-Setup, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eher fetter läuft hinten aus. Aber wir variieren jetzt mal. Und wir haben die Zündung noch nicht. Wir sind noch nicht an die Zündung dran. Wir haben jetzt 40,5 PS. Also wir sind knapp, ganz knapp über die 35 PS drüber. Das ist ein Biest. Was man natürlich schön sieht ist, du hast vor 5000 Umdrehungen passiert da PS-mäßig nicht viel. Ne? Da bist du so bei, können wir mal gucken. Also bis bei 5000 Umdrehungen bist du bei 12 PS. Da ist der im Schlafmodus. Aber wehe, du überschreitest die 5,5. Und das Extreme, was ich finde, ist, du hast von, ich hoffe, das kann man gut einfangen, du hast von 5,5 bis 8,5, du hast 3000 Umdrehungen, eine ansteigende Performance. Das heißt, sobald du in den Reso gehst mit dem Vieh, wird er dich bis 8500 durchpeitschen, dass dir, der reißt dir die Unterarme raus. Der wird dir, also sprich wirklich die Unterarme rausreißen. Der Witz ist, guck dir mal das Drehmoment-Plateau an. Das heißt, du gehst, also du hast einen Anstieg und bist bei 7000 Umdrehungen auf Drehmoment Maximum. Und das hält er bis knapp 8750. Und das ist schon wieder, also der ist verdammt gut gefräst. Ja? Das Verhältnis zwischen Einlasszeiten und Überstromzeiten, so, das scheint gut mit dem Auspuff zu harmonieren, weil der Auspuff, der steigt an, hat sein Plateau und fällt ab. Der fällt auch in dem Moment ab, wo die Leistung abfällt. Ja? Da hinten raus will er dann einfach gar nicht mehr. So. Aber da gehen wir jetzt mal dran, gucken wir mal, ob wir mit einer größeren Hauptdüse da, ob wir was bewegen können. Aber das ist schon bestialisch, was da passiert. Ne? Und jetzt mal, damit du mal im vierten Gang auch mal weißt, über was für kmh wir reden. So, der hat seinen Leistungspeak bei 140 kmh. Also bei dem Getriebe bist du bei 140 kmh in der Leistungsspitze. Du hast aber bei 110 das gleiche Drehmoment anliegen. Das heißt, wenn du bei 110 ins Gas gehst, wird der dich mit ansteigender Leistung, du hast bei 110 km/h, sagen wir bei 115 km/h, hast du 32 PS. Du hast bei 110 km/h 32, also das Ding geht bis 140, der wird auch bis 150 wahrscheinlich gehen, aber dann drehst du tot. Ne? Also du optimalerweise, wenn du ihn mal peitschen willst, wenn du mal richtig mit den Jungs Feuer machen willst, kannst du bei 130 Schluss machen, hast du volles Drehmoment und immer noch PS bis 140. Also wenn dich einer ärgert auf der Straße, kannst du auch bis 140 gehen und sagen, tschö. Und dann nicht verschalten, ne? Nee, verschalten. Damit darfst du dich nicht verschalten. Also die Gänge müssen sitzen. Du musst, die Züge musst du im Griff haben, also dass die immer auf Spannung sind, dass du wenig Spiel hast. Das ist schon Biest, ey. Das ist schon Biest. So, jetzt bauen wir mal um. Hauptdüse machen wir. Du baust schon mal ab. Ich gebe dir eine größere Hauptdüse. Wir gehen mal auf 320. Also wir fetten jetzt mal hauptdüsentechnisch richtig an. Hast du irgendwas zum Runterschütteln? Ja, ich guck mal. Temperatur ist so geil, ne? Hat er was gezogen an Temperatur? Minimal. Eine Kühlrippe kannst du noch packen. Ja, es ist halt wirklich, also von der Zündung her würde ich sagen, ich habe kein Klingeln, ich habe kein Klopfen, ich habe gar nichts, ich habe kein Knistern, kein Knirschen. Wenn ihr ein Problem habt mit der Zündung, dann zeigt sich das immer, das kann ich ganz gut simulieren. Wenn du steigende Drehzahl hast, wenn du das Geräusch hast, dann kommt das aus dem Zylinder und dann fängt er an zu klingeln, beziehungsweise zu klopfen, zu knirschen. Und dann fängt es an, die Zündkerze zu fressen, weil dann hat er unkontrollierte Zündungen. Unkontrollierte Zündung heißt, der Brennraum hat sich so erhitzt, das heißt, die Zündkerze ist so heiß, dass sie unter Umständen glüht, ja, und das komprimierende Gas an irgendeiner Stelle im Brennraum schon gezündet wird und die Zündung eingeleitet wird, wo sie gar nicht eingeleitet werden sollte. Und dann kommt der Zündfunke dazu und wenn der Zündfunke dazu kommt, explodiert das Rest vom Gas durch. So, das heißt, im Idealfall
gibt die Zündkerze den Zündfunken und den Zündzeitpunkt vor. Wenn er klingelt und wenn er klopft, dann entzündet sich das Ganze irgendwo im Zylinderkopf an irgendeiner heißen Stelle selber. Und dann hat man dieses Klingeln und Klopfen und man hat dieses Rascheln. So, jetzt suche ich aber mal was. Was hast du jetzt? 3? 3,20. So, jetzt haben wir auf 320er Hauptdüse umgebaut. Jetzt gucken wir mal, wie er performt. Möglichkeiten, die es gibt. Mehr Leistung oder weniger Leistung. Beziehungsweise wir gucken, wir vergleichen dann den Graph mal und schauen, was passiert. So. Also, die 320er Hauptdüse nimmt er, ja, der performt auch gut raus. Ich glaube sogar, dass die Kurve harmonischer geworden ist. Können wir gucken mal. Gucken uns die Kurve mal im Vergleich an. So. So, wir haben einmal die. Vierte Gang. So, jetzt gucken wir vergleich mal den vierten Gang. Gut. Du siehst, dass die schwarze Kurve früher zusammenbricht und die rote Kurve ein Stück weiter hinten rauszieht. Er in diesem Bereich aber mehr Leistung hat. Das heißt, die schwarze Kurve ist die fettere. Also du kannst genau sehen, dass er im Grunde mit der 300er Hauptdüse hier oben raus ein bisschen besser performt. Hier hast du 35 zu 35,7 zu 36,7. Also du hast hier 1 PS mehr. Du hast im Bereich von 6.900 Umdrehungen bis 8.300 Umdrehungen hast du mehr Leistung durch die fettere Hauptdüse. Hier oben bricht er dir aber dann zusammen, weil er dann zu fett ist. Die Frage: 320er oder 300er Hauptdüse. Ich würde dir sagen, fahr die 320er. Du hast ein bisschen weniger Nenndrehzahl, ne? Also wenn du hier mal guckst, deine Nenndrehzahl, wo du wirklich maximal leistungspeakmäßig unterwegs bist, ist 8,3 und hier bist du ungefähr bei 8,7. Also es sind 400, 350, 400 Umdrehungen bei 8000 Umdrehungen. Da fährst du so gut wie nie. Also ich würde die 320er fahren, ne? Man könnte jetzt nochmal gucken, ob mit einer 310er brauchen wir nicht, weil die 310er wird sich irgendwo dazwischen einpegeln oder, keine Ahnung, wird genauso gut oder genauso schlecht performen. Drehmoment ist gleich, es ist wirklich, Drehmoment ist identisch. Das ist das, was ich sagte, der Mikuni sagt dir nicht, ob er, sag mal schnell, ob er zu mager ist. So, das siehst du halt nur an den Kurven. So, der war hier relativ gut eingestellt, jetzt sehen wir, dass wir ein bisschen überfetten hier. Das Überfettete gibt ihm aber, oder die fettere Hauptdüse gibt ihm aber hier über, ja, knapp 2000 Drehungen mehr Leistung in diesem Bereich. Deswegen lassen wir die drin. Jetzt gehen wir an die Nadel. Machen die Nadel um auf 57 und dann gucken wir mal, was hier passiert. So, Hauptdüse steht. Jetzt gehen wir an die Nadel. Machen wir.
Ist ein Punkt. Ich hasse mein Leben. Wo ist die scheiß Schraube? Natürlich bis runter, ist ja klar. Brauchst du Licht? Weiß ich noch nicht. So, nochmal kurz zusammenfassend. Wir haben jetzt die Hauptdüse auf 320, haben ein bisschen mehr Drehmoment, ein bisschen mehr Performance zwischen 6000 und 8000 Umdrehungen. Ist auf jeden Fall die sicherere Düse. Jetzt gehen wir auf eine Nadel, eine Nummer magerer. Wir sind von der 57er, von der 56er jetzt auf die 57er gegangen. Jetzt gucken wir mal, was in dem Bereich von Viertelgas bis Dreiviertelgas passiert. Also sprich in diesem Bereich, wo er eigentlich massiv ansteigt. Da gucken wir jetzt mal, ob er minder performt oder ob er besser performt. Dann haben wir den Überblick, wie die Nadel sich darauf einlässt, auf diesen Bereich. Und dann am Schluss machen wir noch die Nebendüse eine fetter. Dann sind wir dann safe und dann gehen wir noch in die Zündung. Ja? Ich lege einen Plan. Alles klar, los geht's. Dafür macht man es ja. Merkst du sofort. So, deswegen ist der auch beim in den Gang gehen, ist der dann auch ausgegangen, weil die Kupplung nicht sauber trennt. Also die Kupplung braucht ein bisschen mehr Vorspannung. Was hast du für eine Kupplung drin? LTH Midrange. LTH Midrange, okay. Ja, die packt das auf jeden Fall. Also bin ich super zufrieden. Leck mich am Arsch. Dieser Schlüssel, der kotzt mich aber an. Ja, nimmst keine Fall. Nimm doch den anderen, nimm doch die Seite hier. Der wird auch nicht. Doch. Kommst du auch nicht gescheit da dran. Ich habe leider keinen anderen da. So mal hier den Zucker, das aua, fuck, ist das heiß. Ja, das ist, dürfte jetzt alles ein bisschen heiß sein am Auspuff. Warte, ich mach dann anders. Kommst du gut dran? Ja, warte, ich mach mal hier den auch noch. Oh, die Pelle. Oh, die Pelle kannst du noch diese Saison fahren. Die wird jetzt zwar leiden, aber die war ja relativ frisch, ne? Das geht, so mal war die nicht mehr. Brauchst du Zange? Nee, geht noch. Ich mach erst einen Ready. Stellst du den. Ach, du stellst den als Widerlager um? Ja. Okay. Hier wird fleißig gedreht und fleißig gearbeitet. Hast du nicht von deinem. Hast du nicht von deinem. Was war das? 8 mm? 7? Das ist 7. Das ist 7. Oder? Guck mal. Ist das 7? Steht nichts drauf. Ist das 7? Die Kupplung rutscht massiv durch oben. Also nochmal nachstellen. Mach das Widerlager ganz rein geschraubt und dann
viel. Ne? Mhm. Die Kupplung rutscht oben raus massiv. Ja, das ist ganz normal, ne? Wenn du über so viel Leistung verfügst und so einen Anstieg hast und auch so einen Drehmoment, ich meine, du kannst dir das Plateau ja angucken. Kannst du mal ziehen? Ja. Dann. Was? Hier stimmt irgendwas anderes nicht. Ich glaube eher, dass er mir den Trennpilz aufgeraucht hat. Willst du Reifen runter machen? Wollen wir mal gucken? Ja, Auspuff muss auch runter. Werkzeug habe ich hier. Auspuff runter, Reifen runter und dann kann man mal. Ich stelle den mal auf den Hauptständer. Dann musst du die Scheiße jetzt erstmal abkühlen lassen. Ja. Yeah. Ist alles zu heiß. Gibst du mir mal einen Zehner? Nuss, kannst du die reintun? Nee, die kleine. Schau mal, was du da machen kannst. Der Geier wird uns da wieder für ein Elend erwartet. Sei vorsichtig beim Abnehmen, ne? Nicht, dass du jetzt einladen kannst, weil... Du kannst... Ach so, der Kollege filmt schon. Aber jetzt seht ihr mal, das ist tatsächlich der Klassiker, ne? Irgendwas ist halt immer, wenn du halt ans Limit gehst mit 40 PS am Rad. Wir reden hier über Radleistung. Dann geht halt irgendwas kaputt. So, jetzt gucken wir mal, ob der Trennpilz in Ordnung ist. Wir gucken, ob die Kupplung in Ordnung ist. Wir gucken, ob der Ausrückhebel in Ordnung ist. Und wenn das alles in Ordnung ist, zur Not habe ich noch eine Ersatzkupplung dabei. Die können wir reinschmeißen und testen und so weiter und so fort. Also wir kriegen den heute hier schon mit Leistung vom Hof. Hebel habe ich getauscht. Passt. Hinten, oder? Hinten. Die sieht aber okay aus. Ja? Minimals angelaufen. Wenn die keine tiefe Rille hat, kannst du sie benutzen. Vielleicht müsste ich da echt bei ein paar Kugel gelagert nachdenken bei der Drehzahl. Nee, du darfst nur nicht zu viel Druck drauf geben. So, das erklärt natürlich auch, warum wir keinen Hebelweg mehr haben. Komm mal her. Weil, wie ihr seht, der ist eigentlich gar nicht. Ich sag dir, was passiert ist. Der ist gebrochen. Da. Der ist gebrochen und deswegen hat er sich verabschiedet. Da ist normalerweise. Ja, Pilz, ich habe alles da. Ja. So, halt mal alt gegen neu. Komm mal näher mit der Kamera. So sieht das normalerweise aus. So, da ist die eine Wange gebrochen, dann hat die sich verabschiedet und die hat sich jetzt aufgerieben. Das heißt für dich zwangsweise Ölwechsel. Ja, ne? wenn du zu Hause bist, Ölwechsel. Und Belege raus. Ah, der Rest hängt hier noch drin. Hängt noch drin? Mhm. Ja, gut. Also gut, dann mal einen spitzen Schraum ziehen. So, ich gebe dir jetzt von meinem Custom-Projekt, den Kupplungspilz hier. Das heißt, ich habe tatsächlich dann keinen mehr. Ich muss dann einen bestellen. Aber es ist jetzt egal. Die Kiste muss jetzt laufen. So, dann hängst du die um den Hals. Das heißt, wir brauchen dann die Kupplung wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich gehe davon aus, nicht. Das passiert, weißt du, wann das passiert? Wenn die Teile brechen, ja, und sich verkanten und der Andruckpilz permanenten Druck auf der Andruckplatte hat. Irgendwas raucht natürlich auf. Deswegen ist er auch aus Messing, damit der auch aufgeben kann. So. Guck alles, check mal den Weg. Macht der Hebel noch alles, was er soll? Gut, okay, ja, ist perfekt. Jetzt schön vorsichtig einsetzen. Ich lasse dir den Hebel dann auch drauf. Du kannst dann zu Hause den Hebel eben umbauen, wenn du das willst. Ja, will ich. Willst du? Willst du den? Musst ein bisschen zu mir drehen. Ja, warte. Denk an den Pilz. Deswegen. Für alle, die sich fragen, warum ich immer sage, nehmt bitte einen alten Reifen. Der ist halt komplett eckig. Jetzt ist auch noch wenig Luft drauf, okay, aber eckig ist eckig. Fertig ist fertig. Ich brauche noch heute Kameramann. So, jetzt haben wir die Kupplung wieder in Stand gesetzt. Haben noch einen anderen Griff montiert, einfach nur zum Testen. Jetzt gucken wir mal, ob die Kupplung noch mal durchrutscht, beziehungsweise ob jetzt oben raus mit der anderen Nadel, ob das jetzt sich besser performt. Ich glaube aber, dass die Nadel zu mager ist, aber das werden wir jetzt noch mal sehen.
am Leerlaufgemisch, das Leerlaufgemisch nachstellen, weil wenn ich auf dem Gas gehe, ist das zu mager. Ja. Wir haben jetzt die Nadel geändert. Du siehst, dass du hier unten ein bisschen mehr Leistung hast. Das sind Nuancen. Ja, also mein Tipp wäre, auf der etwas fetteren Seite zu fahren mit der Nadel. Die Nadel hat natürlich auch Einfluss bis hier oben hin. Ja? Hier geht er dann in die Hauptdüse über. Das heißt, er ist hier relativ mager, hat also relativ ein bisschen mehr Temperatur in der Verbrennung und so weiter und so fort. Also die Nadel ist schon deutlich magerer. Die Nadel greift ein von ein Viertel bis drei Viertel etwa. Ja, was bedeutet, du siehst das hier, dass wir hier mehr Leistung haben mit der schwarzen. Das heißt, hier macht sich das bemerkbar. Ja. Hier oben raus übernimmt dann die Hauptdüse, so hier in diesem Bereich übernimmt dann die Hauptdüse. Da haben wir jetzt die 320er, also es passt in der Kombination ganz gut. Du kannst die 750er Nadel fahren. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, wechselst du nochmal auf die 56er um. Das wird dir leistungsmäßig hier unten ein ganz bisschen weniger. Über was reden wir denn hier? Komm mal her. Wir reden hier über 12,6 zu... Wir reden hier über 0,5 PS. So, also dann würde ich tatsächlich eher auf der 56er Nadel bleiben. Was dich hier oben raus in der Überschneidung von der Nadel zur Hauptdüse, ja, das macht diesen Überschwinger hier dann auch aus. Also der hat zwischen, der hat 40, 41 PS, hat er. Ne? So, also fettere Nadel. Leerlaufgemisch stellen wir jetzt nochmal nach. Ja. Und dann gucken wir uns nochmal die Zündung an. Ja. Und dann hammert, ne? Genau. Das heißt, Leerlaufgemisch nachstellen und Zündung nachgucken. Und dann könnte es sein, je nachdem wie die Zündung jetzt steht, ich gucke mir das mal an, könnte es sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr PS finden. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass wir jetzt 41,6, dass wir vielleicht auf 42 gehen. Wobei das jetzt schon abartig ist. Es ist jetzt schon abartig. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Du steigst jetzt ein bei 5000 Umdrehungen steigt der ein. Bei 5000 Umdrehungen. Und hat einen konsequenten Leistungszuwachs bis 8700. Also aus 3000, du hast knapp 3800 Umdrehungen Leistungszuwachs. Das ist eigentlich eher untypisch für einen Reso. Was noch geiler ist, ist eigentlich, dass du nicht nur Leistungszuwachs in der PS-Leistung hast, sondern das Drehmoment. Du hast die volle Drehmomententwicklung von 5200 bis 6,9, das heißt innerhalb von 1700 Umdrehungen hast du das volle Drehmoment anliegen, da kommst du hoch von 17 Newtonmeter zu 33 Newtonmeter, ja? Also von 17 zu eine Verdopplung des Drehmomentverlaufes. Stellt sich auch gut am Rad dar, wenn man da mal drauf guckt, was bei einer gewissen Drehzahl passiert, wann der einsteigt, du siehst es auch am Rad. Also der Punkt ist einfach, dass du innerhalb von 1700 Umdrehungen eine Verdoppelung des Drehmomentes hast. Und dann kommt der Knaller, dann hält ja dieses Drehmoment über einen Bereich von 6,5 bis 8,8. Das heißt, das Drehmoment steht über 2200 Umdrehungen an, hier hinten raus. Das heißt, so, wenn der in den Reso geht, hast du Leistung, sowohl Drehmoment als auch PS. Wenn das Ding zubeißt, dann beißt er zu. So, geschwindigkeitstechnisch schalten wir mal um, gucken wir mal, über was wir hier reden. So, das ist jetzt der vierte Gang. Das heißt, du beginnst bei 90 km/h. Das ist eigentlich geil, dass der früh einsteigt, weil dann wirst du nicht so das Problem haben, dass du einen Berg nicht hochkommst. Ne? Das heißt, du kannst im vierten Gang, alles was so unterhalb von 100 ist, kannst im vierten Gang mal Gas geben, dann beißt der halt auch zu. So, und du hast halt einen Leistungsanstieg bis 140 km/h. Was hast du für eine Übersetzung drin? 6523. Original. 6523. Das heißt, das Ding, weiß ich nicht, ab zwischen 100 und 140 kannst du den peitschen. Ja. Also zwischen 110 und 135 hast du permanentes Drehmoment. Also wenn du bei 110 ins Gas gehst, kennt das Ding nur eine Richtung nach vorne. Das war der Plan, ne? Ja, das ist ein guter Plan. Gut, Leerlaufgemisch und Zündung und dann gucken wir mal, was noch da ist. Ja. So, weiter geht's. Grad.
machen. Der steht auf 23 Grad irgendwo. Also sehr, sehr konservativ. Also, kannst du so stehen lassen. Weil. Lass das so. Guck mal. Du hast, wenn wir jetzt davon ausgehen, ne? Guck mal hier, das sind 20 Grad hier. So, wenn wir jetzt davon ausgehen. So. Also wenn wir den. Problemlos. Jetzt könnte man den Problemlos noch verstellen. Ja, aber 42 PS sind locker drin, ne? Also 1 Grad können wir locker verstellen, ganz locker. Ganz locker, weil das ist die Warpeplatte. Wenn du jetzt von der Warpeplatte einfach die CDI tauscht und du stellst diese Rille hier hin, dann hast du 20 Grad. Das heißt, der verstellt jetzt bei der Spitze bis 15 Grad runter. Mhm. So, du fängst jetzt bei 23 Grad an. Das ist nix. Würde ich gar keine fiese Matenten machen. Das reicht. Jetzt wird der auch früher mit der Leistung einsteigen. Das sind auch, dann kannst du bald einen Zweiteiler machen. Oh, die Leute finden das schon gut. Was du in jedem Fall deutlich mehr spürst, wenn die Zündung. Ich arbeite grundsätzlich nicht mit variablen Zündungen, weil ich davon nichts halte. Weil die dich eigentlich Leistung in der Spitze kosten. Der Vorteil, den du jetzt haben müsstest, ist, dass du von den 12 PS Vorreso, wenn wir die Zündung ein bisschen vorstellen, dass du im unteren Bereich eigentlich so zwischen 13 und 14 PS haben müsstest. Weil er müsste untenrum jetzt kräftiger sein. Das Thema ist, was du dir merken musst, ist, du hast ein Plateau. Das heißt, die verstellt ab 2000 Umdrehungen, bleibt die dann so, ich glaube, die Warpe bleibt so bei 1500 Umdrehungen auf einem Plateau und fällt dann ab. Das heißt, wenn du den, sagen wir mal so, im vierten Gang bei 4000, 5000 Umdrehungen fährst, liegst du so bei 19 bis 21 Grad. Das ist thermisch für den schon nicht unerheblich, deswegen fahre ich gern mit einer statischen, weil ich dann immer weiß, dass ich den gleichen Zündwinkel habe. Natürlich, wenn du dann ans Gas gehst und du musst dir eins vorstellen, wir reden hier über eine Spitzenleistung, deine Spitzenleistung liegt unter 9000 Umdrehungen an. Das heißt, die variable Zündung arbeitet eigentlich sinnvollerweise erst bei Motoren, die über 10.000 drehen. Das brauchst du nicht. Kauf dir die andere CDI, stell die auf 19 Grad und du wirst permanent eine super Leistungsentfaltung haben und du wirst auch thermisch überhaupt kein Problem haben, weil der mit Benzin entsprechend gekühlt wird. Die Quetsche stimmt, der hat kein Klingeln, kein Klopfen, der hat gar nichts, der läuft blitzesauber. Tausch die CDI, blitz das Ding auf 19 Grad und du bist safe. Das da, eine variable Zündung, würde ich dir nur empfehlen, wenn du einen Motor hast, der über 10.000 dreht. So, und du liegst hier bei der Spitzenleistung bei 8,5. So, da bist du sowieso, naja, was mag der haben? 18, 19 Grad, wenn er dann verstellt. Ne? Der wird ja dann, die Kurve nimmt ja dann immer weiter, also ne, die Verstellkurve nimmt ja dann immer weiter runter Richtung 15, 14 und so weiter ab. Jetzt warst du so konservativ, du bist so konservativ von der Zündeinstellung, dass du bei, ich glaube bei Spitzenleistung warst du ungefähr vielleicht bei 15, 16 Grad. Ne? Also wenn wir hier mit einem richtigen festen Zündzeitpunkt arbeiten, wird sich das in deiner Leistung hinten raus, ich garantiere dir, der wird über 42 PS drücken. Wir werden es sehen. Ne? Da musst du noch mal wiederkommen. Ist so. So, drauf damit. Gut. So, Zündung haben wir jetzt noch mal um 1 Grad nachgestellt. Die Variabilität haben wir jetzt noch mal ein bisschen verbessert. Das heißt, er wird jetzt ein bisschen mit etwas mehr Vorzündung im unteren Bereich sein und dann entsprechend vom Plateau her auch im höheren Drehzahlbereich in einem etwas höheren Zündwinkel sein. Es müsste sich in der Leistung eigentlich positiv bemerkbar machen, indem wir im unteren Bereich mehr Leistung haben und natürlich auch im oberen Bereich mehr Leistung haben. Aber nochmal der Tipp, geh auf feste statische Zündung, das brauchst du bei dem Motor nicht. Der dreht einfach nicht hoch genug. Dann haben wir die Nebendüse noch geändert, die Nadel haben wir gelassen und das Leerlaufgemisch haben wir noch angepasst. Jetzt müssen wir mal gucken, wie er läuft und kann sein, dass das Leerlaufgemisch nochmal nachstellen müssen. Ich habe es jetzt 1,5 Umdrehungen raus, schauen wir mal. Nächster Schuss. Mm-hmm.
paar Gänge durchreißen. Guck noch einmal. Ja, wir sind fertig. Der Roller hat gelitten und wir haben wahrscheinlich noch ein Kupplungspilz aufgebraucht, aber das musst du nochmal nachgucken. Am Schluss wurde es schon wieder ein bisschen schwammig, also wir schauen mal. Eins steht fest, das Vieh hat übelst Leistung. Lass uns mal eben zum Diagramm gehen. Ja. So. Also, Maximalleistung haben wir 40,4 PS. Auch 40,6, das schwankte immer so ein bisschen. Also, 41,6 war die Peakleistung. Im vierten Gang. Im dritten Gang war die Peakleistung 40,5. So, also wir haben mit den Vergaseeinstellungen gearbeitet etc. pp. Was ihr hier jetzt seht, ist mal dritte Gang, vierte Gang. Ja. So, was wir hier sehen, ist den dritten Gang durchgepeitscht bis über 100 und den vierten Gang bis knapp 140 durchgepeitscht. Ich druck das immer ganz gerne mit aus, weil es einfach eine gute Aussage trifft, wann man schalten kann. Also wenn du den dritten jetzt durchpeitscht mit dem Roller bis 100 und dann schaltest, dann stehst du voll in der Leistung. Hier ungefähr bei, was haben wir da? 25 PS, also geht es stramm vorwärts. Ja? Und du bist im Drehmoment gerade kurz vor Maximum. Ne? Also bei 100 km/h, wenn du im vierten Gang bist, hast du hier 28 Newtonmeter, ne? Und dann geht es halt nur hoch. Was halt so schön zu sehen ist, dass im dritten und im vierten Gang dieses Plateau anstehen, ne? Dieses brutale Drehmomentplateau, was über mehrere tausend Umdrehungen funktioniert. Ja? Also hier und hier, im vierten Gang kann man sogar noch besser sehen. Ja, Leistung satt. Ne? Also zweite Gang, wenn du den zweiten Gang durchreißt bis 70, ja, Junge, das ist schon, warte mal, ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo eine Kurve mit dem ersten, zweiten Gang. Das ist schon übel. Ja, mit 34,5 Newton. Für die Drehzahl muss man tatsächlich sagen, was das Erschütternde ist, positiv erschütternd, ich habe damit gerechnet, dass der weit über 10.000 rausdreht. Der hat seinen Leistungspeak bei 8,5. Und das ist eigentlich von der Performance her top. Deswegen schmeißt die variable Zündung raus, braucht kein Mensch bei diesem Roller. Statisch 19 Grad, fertig. 8,5 Peak und bei 5000 einsteigen, das heißt, du hast über 3.500 Umdrehungen deine Leistungsentwicklung und das Drehmoment. Ja, ich meine, ihr seht selber, das ist schon brutal. Also der Roller macht echt extrem viel Spaß. Steuerzeiten, sag nochmal die Steuerzeiten. Knapp 130, 129, 190. Also 128 bis 130. Ja, genau. Was er mehr vertragen könnte, wäre mehr Vorauslass. Also du könntest vielleicht noch ein bisschen mehr Breite machen, dass er hier oben raus noch ein bisschen mehr das Band stehen hat. Also ihm fehlt, glaube ich, Vorauslassfläche. Aber ich weiß jetzt nicht, wie Mike gefräst hat. Ja, aber Breite ist ja da relativ. Du hast ja einen dreigeteilten Auslass. Ne? Da. Ach, das ist der dreigeteilte? Hm, ja, okay. Da ist in der Breite nicht viel zu holen. Ne? Ja, okay. Aber das Vieh macht schon echt übelst Laune. So, ja. Gelandet sind wir bei einer 320er Hauptdüse, wir sind gelandet bei einer 56er Nadelmitte Clip und bei einer 22,5er Nebendüse, ohne Luftfilter jetzt, weil wenn du den Luftfilter drauf machst, wird er genauso performen. Das Kupplungsthema musst du nochmal dringend angehen, weil ich glaube, dass von könnte die Achillesferse sein. Das könnte die Achillesferse sein. Also wir haben jetzt, weiß ich nicht, 20 Prüfstandsläufe, wir haben über 20 Prüfstandsläufe gemacht. Ich glaube, der zweite Kupplungspilz, den hat es jetzt auch abgeraucht. Und den zweiten Hinterreifen nach dem Bandmatch. Der Hinterreifen ist auch durch. Also ja, es könnte tatsächlich sein, dass da kupplungstechnisch du vielleicht nochmal umdenken musst oder zumindest auf einen kugelgelagerten Andruckpilz gehen musst,
dann aber auf gar keinen Fall den Hebelarm auf Kontakt stellen. Mhm. Weil kugelgelagerte Andruckplatten dürfen nicht auf Kontakt gefahren werden. Da muss immer ein Spalt bleiben, dass wenn du den Hebel betätigst, der Hebel ansetzt und weggeht. Ne? So. Getriebeöl 330 Milliliter, vielleicht sogar 350, ne? Der kann Öl vertragen. Ich würde auf ein sehr dickflüssiges Öl gehen, was bei entsprechender Performance dann auch entsprechende Viskosität hat. Ich weiß nicht, was du für ein Öl fährst. Ich fahre immer von Liquimoli so ein spezielles Oldtimer-Öl, was sehr, sehr zähflüssig ist. Also ich glaube, das ist ein 10W50, aber ein sehr dickflüssiges Öl, was gut klebt. Okay. Also was sich nicht so leicht flüssig, also wenn es richtig warm wird, durch die Fliehkräfte von den Kupplungsbelägen runterspült, sondern was sticky ist. Ja. Okay. Da habe ich bei den CR-Belägen die beste Erfahrung mitgemacht. Ja. Ja, ich glaube, da sind doch noch gar keine CR-Beläge drauf, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere. Wenn da keine CR-Beläge, dann wird es zwingend notwendig. Ja, ja, ja. Da. Also wie gesagt, an die Kupplung. Ich habe eine Kupplung hier, die kann ich dir mitgeben. Boah, weiß ich nicht. Superstrong. Ich schraube sie mal auseinander. Guck's mir mal. Mach's an, mal, schick's mal Foto. Gekauft oder organisiert ist danach schnell was. Ne? Genau. Ja. So, aber vergasertechnisch brauchst du jetzt keine Sorgen machen, den haben wir jetzt safe. Der ist auf der fetteren Seite des Nebens mit der gleichen Performance wie auf der magereren Einstellung. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ist wahrscheinlich ein ultra langes Video. Ist bestimmt wieder 45 Minuten bis eine Stunde, aber ist egal. Wir haben jetzt mal alle Facetten gezeigt, was auch kaputt gehen kann. Der Motor ist echt geisteskrank. Also den zu fahren, da gehören Eier zu. Ich würde den nicht fahren, der wäre mir zu hektisch. Der hat zwar eine brutale Leistungsentfaltung, aber der hängt so schnell und so biestig am Gas. Und das aus 190 verschissenen Kubik. Das finde ich halt krass, ne? Dass du 190 Kubik hast und... Der hat genauso viel Leistung wie der Cuda, die sich völlig anders entwickelt. Der Cuda hat 41 PS, 44, also 41 PS mit der innengedämmten Resi und fast 45 PS mit der normalen Resi. Aber der hat auch den Peak etwa da, wo du den hast, aber der steigt bei weitem nicht so bestialisch ein, weil ich eine sehr, sehr hohe Vorresoleistung habe. Also der Cuda hat mit dem Quattrini, der 260 Kubik, hat der schon 26 Newtonmeter Vorreso. Du hast ja kaum Vorreso. Also wenn du punchst, dann geht das zur Sache. Also das ist kein Roller. Vorderrad brauchst du eigentlich keins. Aber das kommt dir ja entgegen. Der Mann, der digital fährt. Da sind wir ja wieder beim Thema. Genau. Nein, also das soll ja auch nicht der Daily Driver werden. Das ist ein Spaßmobil. Ne? Der Roller ist eine Potsau. Der wird dir die Arme langziehen. Gut, dass du einen Bürzel hinten auf der Sitzbank hast, weil du könntest auch tendenziell absteigen. Und vor allen Dingen, du wiegst ja nichts. Ne? Also wenn das Ding einsteigt, der schiebt dich ja komplett einmal hinten über die Sitzbank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn er rausgeht, bleibt hässlich und fallt nicht in den Schnee. Und das war es dann wirklich tatsächlich für 23. Die nächsten Videos, die kommen, werden 24 sein. Aber das Wetter hat es ja nochmal hergegeben. Ne? Dann würde ich sagen, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Schön, dass ich kommen durfte. Sehr nochmal gerne. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, ich bin an der Stelle auch echt dankbar, da ruhigen Gewissens mich auf den Bock dann schwingen zu können. Und mit dem Wissen, dass da vergasermäßig da alles läuft, dass da nicht der böse Ausstieg jetzt erstmal primär zu erwarten ist. Ne? Ich würde tatsächlich dir bei dieser Leistung empfehlen, denk über eine Pumpe nach. Denn du wirst den drehzahlmäßig immer bespielen müssen. Und du merkst das, wenn ich den im vierten Gang, also wenn er im vierten Gang lange eine Beanspruchung kriegt, dann braucht er dann den Sprit aus der Kammer. Und wenn er dann in den Leerlauf geht, dann tut er sich ein bisschen schwer, in den Leerlauf zurückzugehen. Obwohl wir das Leerlaufgemisch angefettet haben und eine fettere Nebendüse drin haben. Aber ich glaube, da solltest du einfach, bei dem würde ich wirklich auf eine Pumpe gehen. Dann bist du auf der ganz sicheren Seite. Mhm. Ne? Es gibt Motoren, die können ohne Pumpe fahren. Quattrini-Motoren zum Beispiel mit einem 35er Mikuni, die eine Box haben, die nicht so hoch ausdrehen, die nicht so eine lange Beanspruchung haben. Ich meine, du kannst es dir angucken. Ne? Du hast ja hier, guck dir mal diese Drehzahlband an, in dem du Leistungszuwachs hast. Das geht schon. Der hat schon eine Riesenkammer, der Mikuni, aber die wird auch irgendwann leer sein. Ne? Da kannst du Fasterflow haben, wie du willst. Mach eine Pumpe rein. Das ist jetzt nicht mehr viel Aufwand, dann bist du auf der ganz safen Seite des Lebens. Ja, vielleicht versteckst du sie noch irgendwo. Ich mache sie halt immer gerne oben drauf, weil wenn was ist, hast du halt schnell Zugriff. Dann musst du halt nicht den Tank rausbauen und so weiter. Ja, ja, ja. Und mit dem Rüssel, den wir da haben hier von mir, dieses Ellbogenstück, gar kein Thema. Wenn du die Pumpe ein bisschen drehst, dann kannst du auch die Verschlauchung sehr, sehr kurz halten. Können wir zusammen machen, sagst du Bescheid, dann komme ich vorbei, dann bauen wir eine Pumpe eben an. Das ist ruckzuck gemacht und dann bist du ganz safe. Ja. Ja? Okay. Perfekt. Also, so, haut rein. Wir sehen uns im neuen Jahr und in diesem Sinne, tschüss. Ciao.